Ein herzliches Willkommen an alle Black Desert Spieler da draußen. Das hier ist eine kleine Info, wie das Ganze hier in Zukunft mit Black Desert ablaufen wird, was die Gilde angeht und überhaupt auch das Let's Play. Das Let's Play wird nämlich mit Folge 60 sein Ende finden, hier auf YouTube zumindest. Denn ich möchte Black Desert nur noch live streamen und den Rest nicht mehr auf YouTube bringen. Denn wenn ich sehe, wie weit wir nach Part 60 sind und ich sehe, was in dem Spiel noch alles kommt, wie viel alles noch hier auf mich zukommt, ja, irgendwo landen wir dann bei Black Desert Part 10.180 und ja, das glaube ich wird nicht funktionieren. Deswegen, diese 60 Parts von Black Desert, denke ich mal, reichen auch vollkommen, um zu zeigen, was Black Desert zu bieten hat. Und deswegen wird das Let's Play zumindest auf YouTube sein Ende finden mit Part 60. In der Gilde, nun ist es einiges passiert und ich möchte das jetzt einfach mal aufklären, denn unsere Gilde ist ziemlich klein geworden, von 100 auf 46 Leute nur noch. Das hat folgenden Grund, denn ich bin halt einfach kaum online und ich weiß nicht, ob das viele missverstanden haben. Das hier ist eine Community-Gilde, keine, da ist der Wolverus 24/7 Online-Gilde. Das kann ich nicht. Falls ihr es noch nicht wusstet, Black Desert ist nicht alles, was ich mache. Und Black Desert ist nicht mein Job. Und ich habe für so ein großes Spiel, wo man eigentlich sehr viel Zeit mit verbringen muss, habe ich nicht die Zeit dazu. Das ist nicht meine Aufgabe. Und deswegen ist das eine Community-Gilde, wo ihr untereinander zusammenspielen sollt. Das bedeutet, die Leute, die gegangen sind, die ein Problem damit hatten, dass ich so selten online bin, das ist schön. Macht euer eigenes Ding, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das hier ist eine Nachricht für alle Leute, die noch in diese Gilde wollen. Das hier ist, wie gesagt, eine Community-Gilde, wo ihr untereinander spielen sollt und nicht darauf wartet, dass ich online komme. Das heißt, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich nur zweimal die Woche online bin, dann seid ihr hier falsch. Dann sucht euch bitte was anderes. Aber alle die Leute, die kein Problem damit haben und wollen, dass sie einfach nur gemeinsam mit den Leuten aus dem Wolfpack zusammenspielen, dann könnt ihr jetzt Folgendes machen, weil ich immer wieder die Frage kriege, ja, kann ich denn in die Gilde? Ja, ihr könnt es, ihr müsst nur Folgendes tun, ja. Ihr habt ja hier dieses Freundefenster und da schreibt ihr mich immer an. Das bringt mir nichts, Leute. Wer mich über dieses Freundefenster anschreibt, also über dieses Extrafenster, der wird niemals eingeladen von mir. Was ihr müsst auf dem Jordin-Server sein, auf dem Channel Calpheon 1, ja, das steht da rechts oben. Und dann drückt ihr Enter. Dann drückt ihr Alt und 3 gleichzeitig. Oder ihr klickt hier auf das Fenster und geht auf Flüstern. Schreibt dann hier bla 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 bla. Und in das zweite Fenster schreibt ihr den Namen Juli. Und das schickt ihr dann ab. Boom. So, ich kann mich selber nicht anflüstern, ist klar, ne? Und dann kriege ich nämlich hier links unten eine Nachricht und dann kann ich euch einladen. Wenn da steht, dass ich gerade nicht da bin, dann bin ich nicht online. Dann müsst ihr es ein andermal versuchen. Ihr seht ja zumindest über das Freundefenster, ob ich online bin oder nicht. Wenn ihr mich in dem Freundefenster online seht, dann schreibt ihr mich über das Enterfenster, wie ich es euch gerade erklärt habe, an. Und dann kriegt ihr eine hundertprozentige Einladung. Aber seid euch im Klaren, dass ich in dieser Gilde nicht dauernd da bin. Oder allgemein in diesem Spiel nicht da bin. Ich Stream ist maximal ein, zweimal die Woche. Mehr ist halt einfach nicht drin. Ja? Das ist ganz wichtig. Alle anderen, wie gesagt, suchen sich was anderes. Und das ist so ganz kurz mein Statement zu Black Desert. Wer den Stream dazu sehen möchte, morgen von 11 bis 18 Uhr wahrscheinlich auf Nvidia. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten dürft ihr mich ja immer gerne anschreiben. Ist ja überhaupt gar kein Problem, oder? In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.